Hallo Freunde oder bald Ex-Freunde. Ja, ich habe ja gesagt, ich will meinen Facebook-Account löschen, weil ich die Schnauze voll habe. Also einfach nur wirklich ziemlich die Schnauze voll. Zensur, Reichweitenbeschränkung, Shadowbanning. Läuft hier schon seit einer ganzen Weile und ich habe einfach nur die Faxen dicke. Es tut mir jetzt leid, dass ich euch damit jetzt ja im Prinzip dann auch die meisten von euch dann verliere von diesen 3.984 Leuten, die ich da jetzt noch habe. Es tut mir eigentlich weh, weil das sind doch irgendwo 10 Jahre meines Lebens. Und na, ich habe es ja schon mehrfach geschrieben. Also das war eigentlich das Einzige, was ich nur noch geschrieben hatte in den letzten Wochen. Viel mehr kam da ja auch nicht. Und ja, also jetzt ist es dann mal final, ne? Es gibt so viele Alternativen, so nur so mal die Symbole hier, wenn ihr die euch anguckt. Ich meine, viele kennen es von euch. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, sonst wird das Video zu lang. Und Telegram ist groß genug mittlerweile. Ich würde mal sagen, hang loose, ne? Geht weiter. Dann geht's jetzt mal ans Eingemachte. Ich würde sagen, das war's. So. Löschen dauerhaft. Ne? Bye bye Facebook. Welcome Freiheit. So. Ab geht er. Tschüssikowski. Das war's. Jo, na, innerhalb der 30 Tage, gut, also ob ich da jetzt nochmal reingehe, ich glaube nicht. Wenn es mal gut ist, ist es gut und dann ist es das auch mit allen Konsequenzen. Ich bin da rigoros. Tut mir jetzt irgendwie weh für euch, dass ich euch dann verliere ja auch irgendwo, aber ihr könnt mir da gerne auf Telegram folgen, da gibt es ja wirklich genug. Ne? Also wenn man hier scrollt, das hört irgendwie nicht auf. Ja. Das ist einfach viel. So. Eigentlich zu viel, ich komme da sowieso nicht hinterher. Ist aber eigentlich auch egal, es geht da mehr darum, die Auswahl zu haben. Und die haben auf Facebook eigentlich. Jetzt nicht mehr so richtig, weil da, naja, ihr wisst das alles, ich brauche euch das alles nicht nochmal erklären. In diesem Sinne, jo, ich wünsche euch was, kommt auf Telegram oder kommt auf etliche soziale Netzwerke, guckt euch am besten Odyssey an als YouTube-Alternative, das ist eigentlich ganz gut. Das soll es gewesen sein, will es mal nicht so lang machen. Schaut es euch an und fühlt euch frei. In diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns. Tod ist nicht tot.